Also, dann kommt der Kampf. Ich muss noch lernen, wie ich ein richtiger Tank werde, dass ich ganz viel einstecken kann. Boah, hat er mich geheilt, das ist ja cool. War das jetzt schlecht? Oh, er ist gestorben. Das war schlecht, oder? Hab ihn nicht im Stich gelassen. Oh, ich muss stärker sein. Dann gehe ich lieber schnell. Tut mir leid, Bruce. Obwohl, ich brauche noch ein paar Erfahrungspunkte, gell? Dann probieren wir es halt nochmal, ob ich jetzt ein bisschen kluger bin oder ob ich es irgendwie besser schaffe. Ach, warte doch auf mich. Benutze das Blitzlicht, um die Feinde auf mich zu lenken, ja. Das habe ich vorher vielleicht ein bisschen falsch gemacht. Oder war das gut so? Oh, das war für mich, ich soll ausweichen. Ich muss mir nur einstellen, dass ich das da oben besser lesen kann, wenn der was sagt. Ah, danke, da halt mich immer. Das ist. Wow. Danke. Nochmal.
Sehr gut. Danke, dass du mich geheilt hast. Gut gemacht. Dein Blitzlicht hat die Schurken Fuchsteufels wild gemacht. Und wir müssen zur Gilde zurück und Müller den Erfolg erzählen. Ja. Könnte ich machen, ne? Oder wäre das das Schnellste, wenn ich jetzt halt XP krieg? Also Routine. Okay, dann gehen wir zurück zum Müller. Und zwar so. Goldmall. Wollen die da Geld verkaufen oder wie? Für wenig Geld. Pay to win. Ins Westliche könnte ich aber auch mal gehen. Zum Horizontblick. Also die Werbung links unten, die nervt schon ein bisschen. Du kriegst aber eigentlich viel Geld für das Geld, ne? 100.000 für 5 Dollar. Aber warum kaufen? Da ist doch der Spielspaß dann weg. Oder? Wenn man da sich da anmeldet und das Geld einfach so kauft. Jo. Ich darf die Ausbildung einer anderen Gilde beginnen. Genau, aber ich kann mehrere Klassen erlernen, das ist super und es ist jedoch empfehlenswert, sich zunächst auf eine Klasse zu konzentrieren und diese zu meistern. Oh! Aldus? Oje. Ja! Somit bin ich Level 12. Jetzt kann ich mir auch noch was aussuchen, was cool ist. Aber ich habe doch schon so tolle Schienen. Die habe ich mir gekauft, ich Vollidiot. Boah, ich bin neu. Kommando. Ausrüstungssets nun verfügbar. Die Rückkehr des Großmeisters ab wann? Ab Stufe 15.
Der rote Punkt heißt. Die Augenklappe behalte ich aber. Ich könnte aber hier irgendwie. War da nicht irgend so Rüstungsreparierungs. Rezeption? Jetzt kann ich auch andere Ausbildungen. Anfangen. Da gucke ich doch einfach dann mal so eins nach oben. Komme ich hier nach oben so. Ich habe mich auch beamen können. Super. Ach, Mist, ist er wieder falsch gebeamt. Na gut, ich dachte, den hätte ich vielleicht noch nicht harmonisiert. Sie sollten also extra Zeichen machen, so wie ist schon harmonisiert und nicht. Vielleicht erkennt man, dass man es besser erkennt. Wäre vielleicht eine Idee. Aber ansonsten sehe ich da noch gar keinen Quest so richtig. Was sieht da? Was ist das dann? Naja, ich will eh ins Westliche. Damit ich dann mein Bestiarium da so vervollständigen kann. Ich alles noch gar nicht. Wie kann ich denn fischen lernen? Oh, jetzt regnet es. Jetzt sieht es genauso aus wie bei uns draußen. Leute, ich finde schön, dass ihr mir da unten immer Geld verkaufen wollt. Ihr spammt das alles voll. Das ist der Stadt. Sorry, okay. Den habe ich auch, oder wie? Nee, den habe ich noch nicht. Aber jetzt. Was ist das jetzt hier? Wenn man sich das alles am Anfang merken könnte, ne? Eine neue Gilde. Ach, hier ist der Gildenmeister. Oh. Er hat 5 Brüder, genau, der ist der Gildenmeister. Und was ist Taumaturgie? Eine Art der Arkan-Manipulation. Das hört sich doch toll an. Aber ich darf ja noch nichts machen oder kann auch noch nicht. Oder muss ich das dann irgendwie so ändern?
Das sehe ich gerade. Anfangsstadt ist Ulda. Ist es nicht bei jedem Ulda? Brauche ich nicht, nein. Wie kann man denn da die Klassen dann auch wechseln? Ach. Hey, da ist was. Hi. Ja, die dunkle Mächte kann ich da beherrschen. Das heißt, kann ich dann nicht gerade nicht für die Gladiatorengilde weitermachen? Ich mache einfach mal ja. Ich glaube, da muss man ziemlich viel auswendig lernen, wenn man sowas machen will. Ja, ich möchte mit dazu. Ja, ich muss die Bände Fundamentale Prinzipien der Taumaturgie, habe ich doch gesagt. Alle 108 Bände, ja. Zumindest hätte ich das gemusst, wenn es nicht abgeschafft worden wäre, sowas. Gut. Ich muss das machen, was der Guildenmeister sagt. Also, und der weiß den gar nicht meistens. Den Namen nicht. Coco. Ich habe schon vorher mit ihm gesprochen, aber ich habe auch vergessen. Biku, glaube ich. Ich bin aber immer noch Gladiator, oder? Verstanden, ich kann ja mehrere Sachen machen. Buki, nicht Biku. Buki hat er geheißen. Aber ich muss ja jetzt zu Coco Hugo. Genau wie er gesagt hat. Hallo. Habe ich dich erschreckt? Tut mir leid. Diese Dame. Ja, mit dir habe ich schon geredet, Kokobuki, gell? Wo sind deine Augen? Hast du keine? Möchte beitreten. Ich habe ein Zepter.
Und mit dem muss ich jetzt... Wohin? Oh, ich bin nackig. Das Zepter hat mich ja total nackig gemacht. Nein, ich muss mit dir reden. Deswegen sind so viele nackig rumgelaufen, weil ich kann jetzt momentan bin ich, Thaumaturg. Und wenn ich jetzt wieder ein Schwert in die Hand tue, bin ich wieder Gladiator. Kann ich wenigstens meine Kleidung wieder anziehen. Das war den meisten echt wurscht. Ein Ahorn, was? Flankenschild. So, wo muss ich hin? Ich bin ein bisschen... Ich muss wieder ein paar Sachen erledigen. Ach je, ich hätte mich doch nur auf Gladiator irgendwie einigen sollen, weil ich wollte ja eigentlich hier zu Traus, aber... Das ist ja alles... Ah, wie komme ich da rüber? So. Alles im Zentralen. Ah, ich wollte eigentlich da links raus. Ich mache jetzt auch Gladiator fertig. Wenn ich zu diesem Horizont-Ding hinkomme. Wo diese Mischwesen eigentlich sein sollten.